haben beschlossen, die Quarantäne gemeinsam zu verbringen. Ich wurde gerade massiv verletzt. Prost. Oh, es hat sich so richtig, richtig doof erstmal angefühlt, da jetzt Lynns Wohnung zu belagern. Manchmal frage ich mich dann, was ich hier eigentlich mache. Ich will gerade rausfinden, wie weit kann Liebe gehen? Und ich habe zwei Paare kennengelernt, die sich wegen Corona in einer absoluten Extremsituation befinden. Lisa und Lynn kennen sich erst seit ein paar Tagen, aber wohnen auf einmal zusammen. Und Julie und ihr Freund, die müssen auf einmal eine Fernbeziehung führen. Wenn man so aus dem Nichts einfach getrennt voneinander leben muss, ist das schon ziemlich hart. Die einen sind sich also plötzlich ganz nah und die anderen plötzlich ganz fern. Ich will wissen, wie verändert sich eine Beziehung in so einer Extremsituation? Hallo! Lynn und Lisa haben sich bei mir gemeldet, weil sie eine crazy Kennenlern-Story haben. Haben beschlossen, die Quarantäne gemeinsam zu verbringen und wollten nicht mehr auseinandergehen. Na und das, obwohl sie sich erst seit ein paar Tagen kennen. Ja, schon auch krass, so Zeit geschenkt zu bekommen, sich kennenzulernen einfach. Lisa wohnt eigentlich gerade in ihrem Van und reist damit durch die Gegend. Aber wegen der Ausgangsbeschränkungen ist sie einfach spontan bei Lynn eingezogen. Hi. Hallo. Erzählt mal ihr beiden, wie habt ihr euch denn genau kennengelernt? Gestern vor 3 Wochen haben wir uns kennengelernt. bei einer Yoga-Auszeit, würde ich sagen. Bewegungsauszeit wurde es mir vermittelt. Ich habe schon an dem Abend, als wir dann das erste Mal gequatscht haben, die ganze Nacht, hatte ich richtig oft das Bedürfnis zu fragen, ob ich mich zu Lynn mit ins Bett legen kann, weil ich so eine Lust auf Kuscheln hatte. Aber ich habe mich halt gar nicht getraut, weil ich halt dachte, okay, wir unterhalten uns gerade das erste Mal. Keine Ahnung, was die von mir denkt. Ich habe sie dann in mein Bett eingeladen, weil ich hatte ein großes Bett. Wow, das geht ja alles sehr schnell, ne? Ja. Und dann kam irgendwann der Moment, wo ihr wusstet, so okay, eigentlich müssen jetzt alle nach Hause fahren, wegen der Ausgangsbeschränkungen. Wie habt ihr euch da entschieden, so dass es so läuft, wie es jetzt bei euch gelaufen ist? Ich glaube, ich hätte mich darauf auch nicht eingelassen, wenn nicht diese Quarantäneumstände gewesen wären. Also dann hätte ich gesagt, okay, lass uns nächste Woche wieder treffen. Ich komme vielleicht mal nach Berlin oder keine Ahnung. Das ist halt echt eine spannende Situation, weil wir Seiten voneinander kennenlernen, wo ich sagen würde, okay, die würde ich eigentlich so nicht freiwillig von mir zeigen wollen. Und auch Seiten, die man nach 3 Wochen noch nicht unbedingt kennen muss. Das macht auf jeden Fall diese sonst lange, so anfängliche, so ganz unbeschwerte Leichtigkeit und Wolke 7, das gibt's halt nicht. Ich fände es total cool zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Und deswegen würde ich euch in den nächsten Tagen einfach immer mal ein paar Fragen schicken, so zu eurem Zusammenleben und wie das gerade so läuft. Und würde mich total freuen, wenn ihr mich da so ein bisschen mitnehmt durch euren Alltag. Das geht auf jeden Fall, voll. Bin gespannt auf die Fragen. Guten Morgen. Wir haben richtig lange im Bett gelegen. Ich mache einen Kaffee und Lynn ist entweder gerade im Bad oder liest noch. Die Sonne scheint! Aber wir gehen an Murmel vorbei. Also, da sind wir jetzt bei Murmel. Ganz kurz, diese Matratze? Was denn? Hast du die da alleine reingetragen? Ja. What? Crazy, ne? Ja, ziemlich krass. Ich wurde gerade massiert von Lynn. Prost! Also ich finde es total schön zu sehen, wie die beiden sich langsam kennenlernen. Und ich finde das auch immer so eine aufregende Phase einfach, weil man irgendwie so jemanden auch neu entdeckt. Und das macht auch total Spaß, irgendwie herauszufinden, so wie tickt der andere. Und ja, es ist immer super spannend. Das ist echt eine schöne Zeit. Hallo. Ich bin heute so richtig, richtig schlecht drauf irgendwie. Es hat sich so richtig, richtig doof erstmal angefühlt, da jetzt Lynns Wohnung zu belagern und eigentlich so besucht zu sein und voll schlecht drauf zu sein einfach und nicht rauszukommen aus dieser Stimmung. Aber ich glaube an sich findet sie es gar nicht schlimm, dass ich in ihrem Zimmer bin, aber gerade konnte ich das auf jeden Fall nicht mehr aushalten und jetzt bin ich erstmal rausgegangen. Ja, das ist irgendwie total krass, weil die sich so nahe sind, dass ich mir gut vorstellen kann, dass es da natürlich irgendwann Spannungen gibt. Und ich finde es total ehrlich von ihr, dass sie dass sie das auch so mit uns teilt. Und ich glaube, dass so eine Enge kann dann auch echt beschleunigend wirken eigentlich. So, dass die Gefühle viel schneller zum Vorschein kommen, als sie normalerweise es tun würden.
Hallo. Ja, ist voll schön zu sehen, dass offenbar die schlechte Stimmung wieder in gute umgeschlagen ist. Und die beiden scheinen sich sehr gut zu verstehen und sind verknallt, so wie ich sie kenne. Was macht ihr denn heute? Vielleicht könnt ihr mich ja irgendwohin mitnehmen, zu irgendeinem Ort, wo ihr heute was erlebt. Hallo Marc. Wir nehmen dich jetzt mit zu unserem Lieblingscafé. Wir haben selbstgebackenen Käsekuchen dabei und bestellt uns gerade Kaffee. Genau. Aber auch hier gilt wie überall im Moment nur eine Person zur Zeit und Abstand. Guten Morgen. Ich bin heute ziemlich früh wach, weil ich heute ein Online-Seminar habe für meine Fortbildung. Thema Milchstau. Thema Milchstau, genau. Haben sich denn eigentlich schon so Rituale bei euch entwickelt? Also ich glaube, unser allererstes Ritual war der Kaffee am Morgen. Ja. Am liebsten im Bett. Und ein weiteres Ritual ist Zitrone und Orange. Ja, wo Zitrone in diesem Fall ein nicht so cooler oder kein Favoritenmoment vom Tag ist und Orangenmomente so Herzensmomente. Ja, erst die Zitronen. Zitrone 1, als wir draußen saßen und du so ein blödes Kommentar gemacht hast. Aber ich glaube, so sehr zitronig war auch der Moment am Tisch. Als wir geredet haben. Oder auch nicht. Ja, dann war ein bisschen zitronig, dass ich heute so Heimweh nach zu Hause hatte. Und manchmal frage ich mich dann, was ich hier eigentlich mache. Weil, also ich weiß schon, warum ich hier bin, aber dann denke ich manchmal so, wie kann ich schon so lange von meiner Familie weg sein? Orange, ich will auf alle Fälle tanzen, einfach irgendwie so unbeschwert rumhüpfen. Ich habe den beiden jetzt noch ein paar Fragen geschickt, aber seit ungefähr 2 Tagen nichts von ihnen gehört. Jetzt haben sie mir eine Nachricht geschrieben, haben sie von einem mühsamen und tränenreichen Tag erzählt. Ja, ich hoffe, ich kann darüber nochmal mit denen reden, irgendwie die Tage. Lynn und Lisa müssen offenbar erstmal mit der Situation und miteinander klarkommen. Vielleicht war da auch zu schnell zu viel Nähe. Bei Julie ist es genau andersrum, sehr schnell, sehr viel Distanz. Wegen Corona ist sie plötzlich tausende Kilometer von ihrem Freund entfernt. Jetzt sitzt sie hier in Deutschland, er sitzt in Griechenland und wir führen auf unbestimmte Zeit eine Fernbeziehung. Julie ist mit ihrer Familie nach Chile ausgewandert und ihr Freund ist auch mitgekommen, der ist eigentlich Grieche. Als sich in Chile die Situation zugespitzt hat und die Rückholaktionen gestartet wurden, da haben sich beide entschieden, zurück in ihre Heimatländer zu fliegen, also Julie zurück nach Deutschland und ihr Freund zurück nach Griechenland, damit beide bei ihren Familien sein können. Hi Julie! Hi! Alles gut? Den Umständen entsprechend ist es okay. Ich fühle mich da jetzt ein bisschen reingeschmissen in diese Situation. Ich kenne das überhaupt nicht und war auch eigentlich immer so jemand, der von Anfang an gesagt hat, nee, also Fernbeziehung brauchst du mir gar nicht mit ankommen. Also wie beeinflusst dich das so in deinem Tag? Es ist alleine aufzustehen und ja, sich dann nur zu texten. Also man guckt irgendwie, dass man die Skype-Gespräche ja ein bisschen timen kann und plant so drumherum, sag ich mal. Aber man merkt schon, dass man jetzt alleine ist. Das ist ja auch super schwer, weil man sich vorher keine Gedanken darüber gemacht hat, glaube ich, ob man jetzt, wer hat Vorrang, die Beziehung oder die Familie? Ich sag mal so, wenn wir jetzt ein paar Wochen Bedenkzeit gehabt hätten, wäre das alles ein wenig einfacher gewesen. Das waren ja vielleicht 24 Stunden, die dann so dazwischen lagen, in denen wir uns irgendwie entscheiden mussten. Was würdest du sagen, ist denn das Schlimmste jetzt an eurer Fernbeziehung, an dieser Distanz? Das Schlimmste ist definitiv, dass man einfach nicht weiß, wie, wann und ob es irgendwie weitergeht, muss man jetzt ganz ehrlich leider so sagen. Wir zweifeln jetzt auch nicht großartig an der Beziehung selbst, aber wir wissen, dass das, ja, je länger es jetzt so geht, einfach ein Problem darstellt. Und dann muss man natürlich schon überlegen, ob das Ganze so noch Sinn hat oder nicht.
Wenn man zusammen lebt, irgendwie alle Zeit zusammen verbringt und dann auch jemanden hat, der einen einfach mal in den Arm nehmen kann, wenn gerade nicht alles so toll ist. Gerade jetzt bräuchte ich das natürlich mal und ja, das tut dann schon nochmal mehr weh, wenn man weiß, dass da eben jetzt diese große Entfernung dazwischen ist. Gibt es irgendwas, was ihr so an euch kennengelernt habt, gegenseitig, was es vorher vielleicht nicht gab oder was ihr vorher noch nicht wusstet voneinander? Wenn man dann auf einmal auf so eine Probe gestellt wird, lernt man so diese Tiefen, die man jetzt hat, nochmal intensiver kennen. Also jeder hat mal einen schlechten Tag, aber ich glaube, jetzt wissen wir auch beide, wie das aussieht, wenn man mal so gar nicht mehr weiter weiß. Und ich glaube, das hat uns auch gezeigt, wie man dem anderen ja wieder hochhelfen kann. Würdest du sagen, dass Liebe auf Distanz schwieriger ist? Also nur weil mein Partner jetzt ja weit weg von mir ist, heißt das nicht, dass ich ihn weniger liebe, auf keinen Fall. Es ist einfach, ja, die Dinge so am Laufen zu halten. Aber ich glaube, die Liebe an sich kann auch diese Entfernung überstehen, ja. Alles Gute für euch beide. Tschüss. Euch auch, ciao. Vielleicht fragt ihr euch auch, was ist eigentlich mit Lynn und Lisa? Und ich habe mir auch schon echt Sorgen gemacht, aber dann haben sie sich wieder gemeldet. Hallo, wir haben gestern gar kein Video gemacht, nichts gezeigt, nichts geteilt. Irgendwie. Mir war einfach ein Anliegen, irgendwie zu erklären, warum, weil ich das nicht ausklammern wollte, weil wir gestern einfach zum Großteil einen Scheißtag hatten. Also, wir haben gestern eine Radtour in den Grunewald gemacht, wir hatten noch eine Picknickdecke und Picknicksachen mit dabei und es war das erste Mal seit 3 Wochen, dass wir unter so vielen Leuten waren. Und dann war ich so überfordert, weil ich mich auch gefragt habe, was wir da eigentlich machen. Und dann habe ich mich irgendwie über mich selbst geärgert und wusste nicht genau, was wir da eigentlich tun und wusste aber auch, zu Hause fällt uns irgendwie die Decke auf den Kopf, wir müssen mal raus wieder. Und das alles habe ich aber gar nicht geschafft zu sagen, weil ich so schnell so überfordert war, dass ich dann einfach unfreundlich geworden bin und zickig und irgendwie scheiß Stimmung einfach und viel Traurigkeit auch und Wut und Tränen und bla. Und haben wir zu Hause hier noch gegessen und uns dann eingekuschelt mit Serie und irgendwie einen Strich unter diesen Tag gemacht. Heute haben wir es probiert. Und es hat bis jetzt auch nicht so richtig geklappt, weil es gab gleich den nächsten Streit. Oder Anzig. Ich kann es nicht sagen, ja. Aber wir sind auf alle Fälle nicht so richtig, richtig, richtig warm geworden. Aber jetzt wollen wir es probieren. Hi, ihr beiden. Hallo. Erzähl mal, wie geht's euch? Gut. Mir geht's richtig gut. Klar, es gibt auch irgendwie Tage, die so ein bisschen vermurkst sind. Ich meine, auch solche Diskussionen oder irgendwelche Streitigkeiten, das ist ja auch, lernen wir uns ja auch viel, viel besser damit kennen. Ist es nicht irgendwie auch krass anstrengend, sich so nahe zu kommen und so an einem Ort so, also ganz fest zusammen zu sein? Es ist halt einfach kein normales Kennenlernen. Also, wenn es ein normales Kennenlernen wäre, dann wäre ich in Hamburg geblieben und dann hätte ich gesagt, ja, ich komme nächste Woche für ein Wochenende zu dir und dann sehen wir uns wieder. Und dann wäre ich vielleicht noch 2 Tage länger geblieben, keine Ahnung. Und dann hätte ich spätestens wieder arbeiten müssen. Dann wäre ich jetzt in Hamburg in Rufbereitschaft und hätte überhaupt nicht in Berlin sein können. Also, es ist anstrengend, aber wenn die andere Alternative wäre, ich fahre jetzt nach Hamburg und Lynn bleibt hier und wir können uns jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit nicht mehr sehen, dann würde ich lieber die Anstrengungen in Kauf nehmen. Und das nenne ich manchmal so verknalltheitspsychotisch, wenn man so bescheuert einfach wird und so bescheuerte Sachen macht, weil man nicht anders kann. Ja. Aber es ist auch Arbeit und Anstrengung, die ich irgendwie gerne investiere, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass wir beide einzeln und aber auch gemeinsam irgendwie weiterkommen. Es fühlt sich gut an. Wie sind denn eure Pläne für die nächsten Tage? Da gibt es auch den Plan, dass wir dann nach Hamburg fahren. Ja, wir fahren nach Hause zu mir. Fahrt ihr zusammen? Ist geplant. Ist geplant gerade, ja. Ich dachte so, okay, klar, die werden sich jetzt erstmal wieder so ein bisschen Distanz suchen und die werden irgendwie mal schauen, wie es so wieder alleine ist. Und jetzt fahrt ihr zusammen nach Hamburg. Also es irritiert mich fast ein bisschen. Ja, weil, naja. Ja, kann ich auch verstehen. Aber wenn wir uns jetzt aufteilen und wir einfach nicht wissen, wie es politisch quasi weitergeht, kann es halt einfach sein, dass wir dann nicht wieder zueinander kommen und es wäre auch für mich einfach richtig, richtig schön, einfach mal Lisas Umgebung kennenzulernen, ihre Familie zu sehen.
Voll gut. Ja. Ich finde das auch total mutig von euch, so dass ihr so eng zusammensteckt und jetzt auch in den nächsten Tagen und Wochen irgendwie das durchziehen wollt. Ja, es fühlt sich einfach danach an. Go with the flow. Wie ist es bei euch? Hat Corona euer Liebesleben verändert? Egal, ob ihr in einer Beziehung seid oder Single, schreibt mir gerne mal eure Erfahrungen hier unten in die Kommentare. Wenn euch der Film gefallen hat, lasst mir gerne ein bisschen Liebe und ein Abo da, und zwar hier unten. Hier drüben geht es zu einem Film von Steuerung F, und da geht es um eine junge Mutter, die ihr erstes Kind im Syrienkrieg bekommen hat.